Hallo, wir sind hier heute in den Carolus-Thermen. Mir gegenüber sitzt der liebe Björn Jansen, der Geschäftsführer der Carolus-Thermen, und rechts von mir die liebe Anni, auch Spielerin der Ladies in Black Aachen. Ja, wie vielleicht einige von euch schon wissen, sind die Carolus-Thermen schon länger Sponsor von uns. Und ja, wir haben uns hier versammelt heute, um einfach mal ein bisschen locker darüber zu reden. Und dann legen wir direkt los mit der ersten Frage an Björn. Ja, wie ist es zu der Kooperation gekommen und wie lange besteht die eigentlich schon? Also ich glaube, wir gehen jetzt ins siebte Jahr. Für uns ist wichtig, auch ein jüngeres Publikum und ein sportlich aktives Publikum zu begeistern, hier zu entspannen und zu regenerieren. Wir hatten am Anfang einen sehr engen Kontakt auch zur Saskia van Hintum, die das auch sehr unterstützt hat von eurer Seite. Und ich glaube, es ist eine lebendige Kooperation, dass wir nicht einfach sagen, wir geben irgendwie Geld, sondern das ist schon auf Augenhöhe. Wir machen viele gemeinsame Aktionen, die ihr ja auch kennt. Hast du denn Lieblingserinnerungen mit den Ladies in Black? Also legendär. Nur eine, ne? Zwei. Also legendär finde ich auf jeden Fall immer unsere gemeinsame Weihnachtsfeier. Die letzte war wirklich toll. Und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, ich glaube, das war das Pokal-Halbfinale in Marseille. Das ist schon ein paar Jahre her, aber es war einfach eine geniale Stimmung und gibt eigentlich Ausblick darauf, was passiert, wenn wir vielleicht im Jahr 27, 28 auch mal in Aachen eine neue Halle haben. Und da warten wir alle drauf. Das Geld ist da. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Und was beinhaltet so wirklich die Kooperation jetzt? Also wenn wir jetzt als Ladies, sage ich mal, hier hinkommen, ja, was kriegen wir dann quasi als Sponsor von euch geboten? Also ihr nutzt es ja auch beide sehr intensiv. Ich frage jetzt nur mal für einen Freund. Ich frage für einen Freund. Ja, ihr dürft natürlich unser Haus benutzen, das Thermalbad und auch die Sauna. Ihr könnt unsere kulinarischen Einrichtungen nutzen. Ihr nutzt ja auch das Spa. Wir haben ja auch eine Kooperation mit dem Stadtsportbund, generell für Sportler. Uns ist wichtig, dass Sportler erkennen, welche Wirkung Thermalwasser auch für die Regeneration hat. Können wir nur bestätigen, dass es eine positive Wirkung hat. Das sieht man ja auch in der Halle, dass ihr immer regeneriert seid nach anstrengenden Spielen, sehr schnell wieder fit werdet. Es haben ja auch schon einige Events durch die Partnerschaft mit den Ladies und den Carolus-Thermen stattgefunden. Kannst du mal ein bisschen davon erzählen, einen kleinen Einblick geben und vielleicht auch einen Ausblick, was da noch so kommen wird? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir Partner der Ladies in Black uns auch vernetzen, um auch voneinander zu profitieren. Wir hatten hier einen Businessabend, auch der Partner, der sehr gut angekommen ist. Wir haben dadurch nämlich auch sehr viele neue Gäste bekommen. Also es gibt einige Sponsoren von euch, die seitdem ihre Weihnachtsfeier hier machen. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben aber auch für eure Zuschauer und Fans Rabatte. Also mit der Dauerkarte der Ladies in Black bekommt man montags 25% Rabatt und 10% Rabatt in der Kochkultur. Und ich glaube, wir sollten einfach gucken, dass wir diese aktive Partnerschaft immer weiter ausbauen und auch gucken, dass man gemeinsame Aktionen starten kann. Weil es mir sehr wichtig ist, dass man das auch lebt und nicht einfach nur Geld irgendwo hingibt und einen Aufkleber hinklebt, sondern dass man, wenn man Hilfe braucht, aufeinander bauen kann und voneinander einfach profitiert. So, jetzt die Frage der Fragen. Björn, kannst du eigentlich Volleyball spielen? Also können wir dich bald einsetzen auf dem Feld? Ich habe Volleyball in der Schule gespielt. Ich hatte aber mal vor eurer Zeit auch ein lustiges Event. Da wurde nämlich ein Beachvolleyballplatz eingeweiht im Aachener Westen. Und da habe ich mit zwei eurer Vorgängerinnen zusammen gespielt im Sand. Das war auch sehr lustig. Problem war nur, dass das Sand war von einer Baustelle, das war scharfer Sand, was dann dazu führte, wenn man dann mal ein paar Sprünge gemacht hat, dass man wirklich Schürfwunden hatte. Das war nicht ganz so clever, aber hat eine Menge Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es für euch für reicht, uns reicht, aber das kriegen wir schon hin. Schulsport hatte ich auf jeden Fall, Volleyball. Den Rest können wir ja noch beibringen. Ja. Und sonst, was sind so deine sportlichen Lieblingsaktivitäten, die du so betreibst? Also ich habe tatsächlich jahrelang Fußball gespielt, bis zu einer relativ schweren Verletzung. Da musste ich leider aufhören. Mittlerweile mache ich ein bisschen Fitnesssport, auch über unseren Betriebssport. Gehe natürlich auch ins Wasser. Und was ich immer mal wieder gerne mache, ist Golf spielen. Da wart ihr auch schon mal. Dein Handicap? Mein Handicap ist... Ich weiß nicht, was das ist. 13,7, glaube ich. Nee, 18,7. So, 18,7. Ich weiß auch nicht, was ein Handicap ist. Ich weiß nur, dass es den Begriff gibt.
Deswegen habe ich jetzt einfach mal gefragt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, kann ich auch nicht sagen. Nein, 18,7. Ob man das dann noch spielt, ist eine andere Frage. Es steht auf jeden Fall auf der Karte. Also ich finde Golf ja, es tut mir echt leid für alle Golfer, aber ich kann das einfach gar nicht. Ich glaube, als wir da einmal, ich weiß nicht, ob ich mit denen in einer Gruppe war, aber ich glaube, ich habe einen Ball einigermaßen getroffen. Und deshalb geht ja auch mehr um keine Zukunft. Sich präsentieren und sein Aussehen. Jetzt hatte ich auch nicht. Es war nicht alles schlecht. Also Golf, um da mal kurz was zu sagen. Meine Partnerin, die auch aus dem Leistungssport kommt, hat am Anfang immer gesagt, das ist ja gar kein Sport, da schwitzt man ja gar nicht. Das hat sie aber mittlerweile revidiert. Also so eine Golfrunde ist schon sehr anstrengend. Ist natürlich am Anfang erstmal etwas schwierig, die Technik zu lernen, damit es überhaupt Spaß macht. Stimmt. Aber wenn man dann einigermaßen den Ball ins Fliegen bringt, ist das schon auch Sport. Ne? So eine Runde sind ungefähr so 10 Kilometer, die man dann zurücklegt. Mit dem Golfkart? Nein, ich bin bisher erst einmal mit so einem Elektrokart gefahren. Also es ist schon anstrengend, da runter zu gehen, die Schläge zu machen, sich zu konzentrieren, zu überlegen, wie spielt man jetzt taktisch den nächsten Ball. Also es ist schon auch Sport. Das glaube ich. Ich glaube, es hat auch so Suchtpotenzial wie beim Volleyball. Wenn man es einmal gut trifft, dann will man es nochmal schaffen. Ja, und es ist sehr bei uns auch so, also wenn man einen Schlag gut trifft oder eine Annahme perfekt nach vorne bringt, dann will man, das will ich jetzt gleich nochmal schaffen. Also ich glaube, so ist es einfach im Sport. Erfolgreich Spitzensport zu betreiben, hat ja nicht nur was mit einer Physis zu tun, sondern auch mit einer mentalen Stärke. Wir haben ja die Saison sehr eng begleitet. Ich war unter anderem auch beim Auswärtsspiel in Münster. Ich glaube, das war schon der Tiefpunkt eurer Saison. Und danach hat man euch ja mit einer ganz anderen Stärke erlebt. Wie habt ihr das geschafft als Team? Also ihr kommt immer wieder zurück, auch wenn ihr mal einen Punkt verliert, wenn ihr mal einen Satz verliert. Aber ihr habt eine ganz andere Stärke entwickelt. Das ist sehr aufgefallen. Danke erstmal. Also ich glaube auch, dass das unser Tiefpunktspiel war. Aber ich glaube, wir haben... Also ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht reden. Ich habe mir immer wieder versucht zu sagen, ja, harte Arbeit zahlt sich aus. Und ich wusste, dass wir ein junges Team sind. Und klar hatten wir ein paar Steine im Weg, aber im Leistungssport, also ich glaube, es gibt keine perfekte Saison. Also nicht mal, wenn du jedes Spiel gewinnst. Ich wusste, dass wir es irgendwie da rausschaffen. Oder wir wussten, glaube ich, alle gemeinsam, dass wir es rausschaffen, weil wir auch wussten, dass wir es können. Und ich glaube, so der Glaube an sich, der muss immer irgendwie da sein. Und am Ende bringt es ja nichts, also zu sagen, ja, okay, jetzt, dann verlieren wir halt jetzt jedes Spiel. Also ich meine, so geht ja niemand auch an seine Arbeit ran oder an seine Leidenschaft. Ich glaube, das Wichtigste ist, wie man mit Niederlagen umgeht und mit Fehlern. Also dass man relativ schnell aus dieser depressiven Phase oder aus dem, ach Mist, jetzt schon wieder passiert, rauskommt und an sich arbeitet. Und ich glaube, dass wir da unsere Stärke gefunden haben und dass wir eigentlich auch viele Spielerinnen haben, die sehr viel Potenzial haben und dass wir jetzt so langsam gelernt haben im Verlauf der Saison, das auszuschöpfen. Und Louis? Ich denke, auch viel, woran wir arbeiten, ist für, sage ich jetzt mal, die Zuschauer nicht sichtbar. Ich meine, wir trainieren jeden Tag zweimal täglich. Wir packen da sehr viel Energie rein und woran wir da arbeiten, das ist vielleicht für den Zuschauer gar nicht sichtbar. Und ich denke, auch in dieser Phase, wo es auch vielleicht nicht so leicht war mit vielen Niederlagen, war immer der Glaube im Team da. Wir haben immer hart gearbeitet im Training. Wir haben immer gesagt, hey, wir müssen zwar an Sachen arbeiten, aber jeder kommt hier jeden Tag und gibt 100% und dann werden wir auch unsere Schritte machen. Und ich denke, dass jetzt endlich die Zeit gekommen ist, wo wir auch, sage ich mal, Früchte tragen und auch Erfolge sehen können. Und dass das vielleicht länger gedauert hat, als man sich erhofft hat. Das ist ja leider so, aber ich denke, dass wir da jetzt auf dem richtigen Weg sind und endlich auch dann Siege feiern können. Also man merkt, glaube ich, schon, dass ihr auch ein sehr starkes und professionelles Umfeld habt, weil eben nicht nur dann in Frage gestellt wurde, kann die Mannschaft das überhaupt? Ist es eine junge Mannschaft? Das ist jedem klar. Ich würde mir wünschen als Partner der Ladies, dass ihr als Mannschaft auch zur Mannschaft steht und auch im nächsten Jahr größtenteils noch hier bleibt. Weil es einfach für uns auch als Sponsor immer wieder doof ist, wenn jedes Jahr neue Gesichter hier sind. Und die Stärke, die ihr jetzt als Mannschaft entwickelt habt,
wäre echt cool, wenn ihr das im nächsten Jahr dann schon von vornherein der Saison dann auch nochmal unter Beweis stellen würdet. Ich denke, wir haben auch gezeigt diese Saison, dass wir mental auch ja, da sind und auch diese schwierige Zeit durchleben können. Und ich denke, da können wir eine Parallele ziehen zu einem Event, was demnächst bei euch stattfinden wird, was auch ein bisschen damit zu tun hat, oder? Ja, ich bin ja nicht nur Geschäftsführer der Carolus-Therme, sondern auch Kurdirektor aus Bad Aachen. Gesundheit ist natürlich ein Thema, was wir sehr vielfältig begleiten. Und wir haben am 15. Mai eine Veranstaltung, eine neue Serie, wo es auch um mentale Stärke im Sport geht, im Spitzensport. Das Ganze wird moderiert von Dr. Stefan Kausen. Aber wir haben einen Speaker, den wir kennengelernt haben, ist ein ehemaliger Handballprofi, Dave Breuer, der hier mit uns zusammen diese Veranstaltung durchführt und auch im Handball, in diesem Mannschaftssport, wir haben es ja jetzt alle auch in der EM erlebt, geht es auch sehr viel um mentale Stärke und er ist als Coach auch unterwegs und wir wollen das als Serie hier etablieren und freuen uns dann am 15. Mai dann nochmal mit vielen auch aktiven Sportlern über ja, die mentale Herausforderung im Sport auch zu sprechen. Ja, ich glaube, es ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Jetzt mal nochmal zurück zu den Carolus-Thermen. Was habt ihr denn so für Herausforderungen schon erlebt über die Jahre? Und ich meine, ich bin jetzt, apropos lange hierbleiben, ich bin ja schon eine Weile hier. Ihr habt ja auch viel verändert, auch seitdem ist ja meine vierte Saison, seit meiner ersten Saison ist ja einiges passiert. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen. Also die größte Herausforderung, die wir zu meistern hatten, war natürlich die Corona-Krise. Die Thermen waren in der Zeit 18 Monate komplett geschlossen. Da kommen mir jetzt schon noch die Tränen, wenn ich daran denke, weil es einfach, das ist ein Haus, wo immer Wärme ist, wo immer Leute unterwegs sind. Wir haben ja einen Schnitt von über 1000 Gästen pro Tag. Und der Tag, als wir entschieden haben, wir lassen das Wasser raus und wir machen zu, also wir mussten ja zumachen, das war nicht unsere Entscheidung, aber das Wasser rauszulassen war unsere Entscheidung, das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, weil es einfach traurig ist. Ne? Und wir mussten unsere Mitarbeiter nach Hause schicken, die waren von den 18 Monaten, 16 Monate komplett zu Hause in der Ungewissheit, wann geht es überhaupt wieder weiter. Und das war schon eine große Herausforderung, auch das Team nachher wieder zusammenzuführen. Das war nicht so einfach. Einige haben weitergearbeitet, weil wir die Zeit genutzt haben und ganz viel renoviert haben. Das heißt, unsere Techniker waren hier weiter vor Ort und viele andere waren dann zu Hause und haben gepostet, wo sie mal gerade in Urlaub sind und was sie sonst so treiben. Und das war natürlich hart. Ne? Die sind aufgestockt gewesen von der Bezahlung, haben 90% ihres Gelds weiterbekommen und die anderen haben für 100% hier weitergearbeitet. Ne? Das war schon eine ganz schwierige Zeit für uns. Wenn ihr euch zurückerinnert, keiner wusste ja auch, wann ist diese Zeit zu Ende und wann geht es wieder weiter. Und der Anlauf war dann auch nicht so einfach, weil die Leute, also die Gäste, aber auch die Mitarbeiter auf beiden Seiten einfach auch Angst hatten, weil keiner wusste, steckt man sich jetzt an, wie gefährlich ist das, wissen wir ja alle selber noch. Mittlerweile sehen wir das ja alle auch etwas lockerer. Aber das war schon so ein wichtiger Scheidepunkt. Ne? Gibt es überhaupt irgendwann mal wieder so eine Einrichtung, wo man auch so nah am Raum zusammen ist, wo 1000 Leute am Tag kommen? Ich glaube, das haben wir geschafft. Wir haben im letzten Jahr 370.000 Besucher gehabt, also wieder über 1000 im Schnitt pro Tag. Und wir haben uns auch für dieses Jahr wieder das hehre Ziel gesetzt, mit 385.000 diese Zahl auch nochmal zu toppen. Ja, also ich glaube, wir sind alle unfassbar froh, dass ihr es da rausgeschafft habt. Ich weiß noch, als ich hierher gekommen bin, hieß es von den Spielerinnen, die schon hier waren, dann darfst du in die Carolus-Thermen. Und dann war das natürlich erstmal richtig schade. Im ersten Jahr war ja auch bei uns die Halle komplett leer. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dann hier war, es war ein Highlight. Und ich glaube, die Renovierung und alles hat sich gelohnt, sich da durchzuboxen. Und ja, wir sind auf jeden Fall wahnsinnig froh, dass ihr offen habt und dass wir hier auch immer herkommen dürfen. Also wir haben ja sehr viel investiert. Wir haben über 20 Millionen Euro investiert in den Jahren, seitdem ich hier bin. Und wir haben über 7 Millionen Besucher schon gehabt seit 2001, seit der Eröffnung. Wir werden in diesem Jahr den 8-millionsten Besucher im Herbst begrüßen dürfen. Das können wir ja gerne auch mit euch zusammen machen. Dann kommt er dann was Besonderes? Bestimmt. Der kriegt eine Karte zum Heimspiel der Ladies in Black. Nein, mal gucken. Also das ist schon Wahnsinn, dass 8 Millionen Leute diese Einrichtung schon besucht haben. Das macht uns auch stolz.
Und das ist auch eine Herausforderung, diese hohe Qualität auch weiter aufrechtzuerhalten. Ja, du hast ja gerade schon die Beständigkeit auch in einem Team angesprochen und dass du dir wünschst, dass wir bei den Ladies in Black bleiben. Jetzt spiele ich den Ball mal zurück. Was denn mit euch? Bleibt ihr Partner der Carolus-Term? Ich hoffe, das ist wohl gegeben. Ist wohl gegeben. Nein, bleibt ihr Partner der Ladies in Black? Ja, wir werden auf jeden Fall Partner der Ladies in Black bleiben. Ich glaube, dass wir hier. Gut, dann tschüss. Wir haben hier, was Spitzensport betrifft, in Aachen Licht am Ende des Tunnels. Mit dem Sportpark Sörs, wo ja auch Fördermittel zur Verfügung stehen, haben wir die finanzielle Sicherheit, zumindest jetzt erstmal über 40 Millionen, dass es eine neue Halle geben wird. Das dauert zwar noch ein bisschen was und ich glaube, diese Durststrecke, die müssen wir alle gemeinsam irgendwie meistern. Ne? Weil eine neue Halle wird es nicht vor 27 geben. Ne? Und bis dahin müssen wir irgendwie mit dem Bestehenden klarkommen. Gucken, dass alle Sponsoren an Bord bleiben. Wir werden an Bord bleiben, weil es für uns in dieser aktiven Partnerschaft wirklich nur Vorteile gibt. Also natürlich lassen wir uns das auch was kosten. Wir haben aber auch Erfolge. Wir haben unser Publikum durch diesen Fokus auf Sport jünger gemacht, was für uns sehr wichtig ist. Und deshalb ist das nicht einfach nur ein Geben, sondern es ist auch ein Nehmen. Und da das bei uns auch jederzeit überprüfbar ist, dass wir davon auch profitieren, werden wir das auch gerne weitermachen. Da sind wir natürlich sehr dankbar drüber. Ich denke, die Spielerin umso mehr, weil wir auch einige Vorzüge dadurch genießen und sind sehr dankbar, dass wir diese Partnerschaft haben und die auch dann weiterhin bestehen wird. So, dann kommen wir jetzt mal zum lockeren Teil des Gesprächs über. Nein, endlich. Spaß. War ja schon locker. Ja, wir ziehen jetzt mal ein bisschen so den Bezug zum Volleyball nochmal. Wenn die Carolus-Thermen denn ein Sportteam wären, ein Volleyballteam, kannst du dir jetzt frei aussuchen. Wie würde das aussehen oder wie würdest du dir das vielleicht auch ausmalen in deinen kühnsten Träumen? Wärst du dann Spieler, frage ich mich, oder wärst du Trainer? Also ich habe das, die Frage ist natürlich ein bisschen gemein, weil man dazu erstmal wissen muss, wer hat denn auf welcher Position welche Funktion. Aber ich habe eine Kollegin, die sich ein bisschen mit Volleyball auskennt, die Wiebke. Und mit der habe ich da eben mal kurz... Die ist dein Telefonjoker. Das ist mein Telefonjoker. Nee, mit der habe ich schon mal drüber gesprochen. Also die Frage ist, bin ich Zuspieler und überlege, wie wir den nächsten Schritt machen? Oder bin ich außerhalb des Spielfeldes, bin ich der oder die Trainerin? Ich glaube, ich bin eher der Trainer. Und auf dem Spielfeld agieren dann andere. Aber trotzdem ist es wichtig, auch hier in den Termen, dass wir eine geschlossene Einheit bilden. Und wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, das war, ich bin jetzt im 9. Jahr hier, für mich auch eine große Herausforderung. Hier in den Termen gab es eine sehr hierarchisch geprägte Struktur. Und ich habe das Ganze total umgedreht. Wir haben hier eine Dudes-Kultur. Jeder darf und soll hier mitdenken. Ich bin für jeden immer erreichbar und auch ansprechbar. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das war für mich nicht so einfach, diesen Wechsel hier in die Unternehmenskultur reinzubringen. Dieses Miteinander viel stärker auszuprägen. Die Leute haben sich immer gefragt, da stimmt irgendwas nicht, der ist so nett zu mir, der will irgendwas oder da gibt es eine Falle. Das war am Anfang für mich nicht so einfach. Aber wir haben es hinbekommen, wir haben eine tolle Kultur hier. Wir haben mittlerweile ja auch, was man von außen so gar nicht wahrnimmt, 193 Mitarbeiter, die das Ganze hier am Laufen halten, mit allen Herausforderungen. Aber wir verstehen uns als Team und das machen wir auch mit vielen Events deutlich. Und ich glaube, es macht auch jedem Spaß, der hier arbeitet. Und nur so können wir auch gewährleisten, dass es jedem Spaß macht, der als Besucher zu uns kommt. Ja, ich glaube, da können sich einige Unternehmen eine Scheibe von abschneiden. Das ist bei uns ja auch so, man versucht so viel wie möglich auf Augenhöhe. Natürlich muss jemand geben, der dann eine Entscheidung trifft. Aber auf Augenhöhe kann man, glaube ich, am besten voneinander lernen und auch miteinander einen Schritt nach vorne machen. Und das versuchen wir bei uns auch umzusetzen. Natürlich nicht immer leicht, ne? Aber was ist schon leicht? Hast du denn noch eine Frage an uns? Eine witzige? Eine witzige Frage. Also wenn man die Frage jetzt mal umdreht, ich kann euch ja auch fragen, wenn das jetzt das neue Team wäre, wo ihr spielen würdet, die Carolus-Therme, in welcher Position möchtet ihr denn da spielen? Also ich kann die Frage ganz klar... Safe in der Sauna, oder?
Hä? Nee. Der Wedler. Der Wedler. Ich mach die Barista-Bar. Ach so, ja. Ja. Das kriegen wir hin. Warte, jetzt will ich noch mal kurz überlegen. Komm noch mal rein. Doch, ich glaube, ich wäre schon, ich finde es schon sehr witzig. Saunawedlerin. Ja, Saunawedlerin. Nennt man das so? Wie nennt man das? Oder ich Aufgussmeister. Würde, komm, ich würde Leute massieren. So. Gesichtsmassagen, ja. Ja. Da kommen wir auch direkt zum wichtigen Punkt. Wann bekomme ich meine Gesichtsmassage? Bald. Okay, ja, so ungefähr. Ja, also ihr habt den Job. Ja, danke. Können anfangen. Perfekt. Also, ich moderiere das jetzt mal ab. Danke für das tolle Gespräch. Danke für eure Kooperation und für die Leidenschaft, die ihr auch zu uns aufs Feld bringt. Ja, Leute, kommt in die Carolus-Thermen, kommt zu den Ladies in Black, in den Hexenkessel. Und wir genießen jetzt erstmal noch die Thermen und entspannen uns ein bisschen. Dankeschön. Viel Spaß dabei. Danke euch.